Nach fast 4 Jahren kann man wohl ziemlich sicher behaupten, dass die PlayStation 4 schon gut die Hälfte ihrer Lebenserwartung überschritten hat. Es gibt um die 500 auf Disc veröffentlichte Spiele und mindestens nochmal so viele in rein digitaler Form. Zeit also, ein Fazit zu ziehen und euch die meiner Meinung nach 10 besten PlayStation 4 Spiele zu präsentieren. Zumindest bisher. Damit das nicht alles aus dem Ruder gerät, habe ich ein paar Rahmenbedingungen für meine Liste festgesetzt. Erstens keine Ports, Remaster oder Remakes und zweitens keine Spiele, die nur digital erschienen sind. Dennoch sind natürlich nur sehr wenige Spiele auf dieser Liste und viele, viele andere nicht. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass ich sie noch nicht gespielt habe, zu wenig gespielt habe oder einfach nicht gut fand. Und denkt dran, das ist meine subjektive Meinung und ich bewerte Spiele vielleicht anders als ihr. Ich habe halt meine bevorzugten Genres und mir sind Umfang, Technik und Grafik nicht so wichtig wie kraftvolle Momente, Atmosphäre und Charaktere. Wenn sich jemand eine PlayStation 4 ganz neu kauft und sich dazu nur ein einziges Spiel holen kann, dann würde ich immer Uncharted 4 empfehlen. Kein anderes Spiel hat in so vielen Bereichen des Spieldesigns eine so hohe Qualität. Sei es die fantastische Optik, der tolle Sound, das nach 3 Teilen perfektionierte Abenteuer-Gameplay aus Klettern, Kämpfen und Rätseln oder die fantastisch geschriebenen Charaktere und Dialoge. Besonders gefällt mir, dass es Naughty Dog hier geschafft hat, auf der einen Seite eine große, epische, alles umfassende Abenteuergeschichte zu erzählen und dies auf der anderen Seite der kleinen, zwischenmenschlichen Geschichte von Nathan und seiner Frau Eleanor gegenüberstellt, die das Ganze so ein wenig erdet. Naughty Dog hat hier einfach einen würdigen Abschluss für Nathan Drake geschaffen, der sich einfach toll spielt, toll anfühlt und audiovisuell einfach das Beste ist, was die PlayStation 4 zu bieten hat. Mein Pro-Tipp für die Uncharted-Reihe ist übrigens kamikaze-mäßig vorausstürmend auf leichten Schwierigkeitsgrad ohne das Auto-Aiming einschalten. Es macht halt total Spaß und entspricht eher dem Charakter von Nathan Drake, sich wagemutig ins Feuer zu stürzen, als hinter Barrikaden hockend alle paar Sekunden hervorzulucken und ein paar Schüsse abzufeuern. Wie auch immer ihr das Spiel spielt, Uncharted 4 bleibt ein absoluter Pflichtkauf für jeden PlayStation 4 Besitzer und mein Platz 10 in dieser Liste. Ich habe ja schon oft erzählt, dass ich großer Point-and-Click-Adventure-Fan bin und einer meiner Lieblinge ist das 2009 exklusiv für den PC erschienene The Whispered World vom Hamburger Studio Daedalic. Ende 2016 erschien nun endlich der Nachfolger Silence und diesmal auch auf der PlayStation 4. In einer vom Krieg zerstörten Welt macht sich Noah auf die Suche nach seiner verschwundenen Schwester Renee und ihr landet auf einmal wieder in der geflüsterten Traumwelt Silence. Gleichzeitig spielt ihr aber auch die kleine Schwester und versucht ebenfalls den Weg zurückzufinden zu eurem Bruder. Ihr rätselt euch also nun aus 2 Perspektiven in klassischer Manier durch Silence, trefft viele skurrile und liebenswerte Charaktere und auch die kleine Raupe Spot, die durch ihre Wandlungsfähigkeit für viele Rätsel gebraucht wird, ist wieder mit von der Partie. Der gezeichnete 2D-Look des Vorgängers ist nun einem wunderschönen und märchenhaften Cartoon-3D-Look gewichen und auch der Fokus auf die Geschichte und der deutlich einfache Schwierigkeitsgrad machen das Spiel aus meiner Sicht zu einem viel zugänglicheren Erlebnis. Eine Sache darf man dabei aber nicht vergessen und das ist etwas, wofür ich die Spiele von Daedalic liebe. Mögen sie noch so comichaft aussehen und der alberne Ton und die witzigen Charaktere implizieren, dass dies Kinderspiele sind, so lasst euch sagen, die meisten Spiele haben ganz besonders zum Ende hin immer eine relativ ernste Bedeutung, die euch teilweise echt den Boden unter den Füßen wegzieht. Und auch Silence trifft bei mir gerade zum Ende hin, das aufgrund des schlankeren Designs schon nach fast 6 Stunden zu erreichen ist, wieder voll ins Schwarze. Beide unterschiedlichen Enden sind kraftvoll und machen das Spiel für mich zum besten klassischen Adventure auf der PlayStation 4. Arkham Asylum war 2009 ein Türöffner für Lizenz- und Superheldenspiele. Mit einer tollen Gameplay-Mischung aus Kämpfen, Rätseln und Schleichen sorgte es dafür, dass man diese Art Spiele nicht mehr nur als Schrott abstempelte. 2 Jahre später setzte Rocksteady noch einen drauf und kreierte für viele einen perfekten Nachfolger. Arkham City war größer, offener, noch schöner und endete mit einem Knall. Nach einem fremdentwickelten Prequel kehrte Rocksteady nun ans Ruder zurück, um ihre Batman-Arkham-Trilogie abzuschließen.
Und ich finde, Arkham Knight ist der krönende Abschluss dieser Reihe. Als größte Neuerung kam diesmal die Einführung des Batmobils hinzu, das nun auch extrem flotte Mobilität am Boden und im Fahrzeugkampf auch ein weiteres Gameplay-Element hinzufügt. Für mich ist das aber natürlich nicht der Punkt, warum das Spiel hier auf meiner Liste ist, denn ganz besonders gut hat mir hier die Geschichte gefallen. Insbesondere, ohne jetzt das Ende von Arkham City zu spoilern, insbesondere die Einbindung eines bestimmten Charakters, die das Spiel zu einem absoluten Highlight macht. Außerdem treibt einem die Suche und das Mysterium um den namensgebenden Arkham Knight toll durch die Spielwelt. Das Ganze wird durch eine überschaubare, aber toll aufgebaute Reihe an Nebenmissionen und teils bekannte Sonder- und Suchaufgaben wie die Riddler-Trophies abgerundet und führt als Summe zu einem fantastischen und tollen Ende dieser Reihe. Zwei Dinge muss ich dann noch explizit erwähnen, die sich bei mir ganz tief ins Hirn gebrannt haben. Das ist einmal ein extrem krasser, weil unerwarteter Jumpscare, der mir danach stundenlang bei einer bestimmten Aktion im Spiel regelmäßig den Puls in die Höhe trieb. Und zweitens die Bombenentschärfungsmission von Johnny Charisma, die für mich zu einer der bestdesignten Missionen überhaupt zählt. Einfach bombastisch. Wie das gesamte Spiel und daher ein verdienter Platz 8. Ich liebe es, wenn Videospiele sich ihrer Natur bewusst sind. Das heißt, wenn sie interaktiv sind oder sich an keine Grenze halten, was Setting, Geschichte oder sonst irgendeine natürliche Grenze betrifft. Warum also nicht mal ein fantastisches Unterwasserabenteuer oder eine Welt, in der Menschen und Fabelwesen gleichermaßen existieren? Oder wie bei meinem Platz 7, Wolfenstein The New Order, ein alternativer Pfad der Zeitgeschichte, in dem die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und seitdem die Vereinigten Staaten besetzt halten. Hier versetzt euch das Spiel nun in die 60er Jahre und ihr führt als Serien-Urgestein BJ Blazkowicz den Weg des Widerstands zur Befreiung der USA. Während die originelle Geschichte und die tolle Präsentation des Spiels zeigen, wie gut heutige Shooter inszeniert sein können, zeigt das extrem oldschoolige Gameplay hingegen, wie gut das Grundprinzip dieses Genres schon jeher war. Bei Wolfenstein heißt es nun endlich wieder Gesundheitspäckchen sammeln in teils großen offenen Leveln, grapscht euch alle Waffen, die ihr finden könnt und im Notfall heißt es feuerfrei aus beiden Rohren. Das ganze Gameplay wird genre-untypisch gewürzt mit einem Waffen-Upgrade- und Perk-System, bei dem ihr einerseits die Waffen und andererseits Blazkowicz' Fähigkeiten verbessern könnt. Hierfür müsst ihr die versteckten Upgrades in den Leveln finden oder bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wie zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an heimlichen Kills. Wer größtenteils auf eine Story verzichten kann und auf noch mehr pure Action und Frontalangriff steht, dem kann ich auch ohne weiteres das ebenfalls von Bethesda veröffentlichte Doom empfehlen, was sich meiner Meinung nach in Qualität zu Wolfenstein kaum unterscheidet und genauso gut hier auf der Liste stehen könnte. Ist halt eine Geschmackssache. Eine Sache muss ich aber auf jeden Fall noch anmerken. Kauft euch nicht die deutsche oder österreichische Version, denn hier sind alle Nazi-Verweise und Symbolik zensiert und durch irgend so einen Wolfskram ersetzt. Das heißt nicht, dass ich irgendetwas mit Nazis am Hut hätte. Das heißt einfach nur, dass ich es hasse, wenn man mich zensieren will. Und da Videospiele immer noch nicht als Kunst angesehen werden und sich dementsprechend nicht wie Filme oder andere Kulturgüter in dieser Hinsicht einer Zensur unterziehen lassen müssen, werde ich das nicht unterstützen und empfehle deshalb hier auf Platz 7 Wolfenstein The New Order in der unzensierten US-Version. Ich weiß, viele von euch würden das folgende Spiel nicht so weit oben auf ihrer Liste platzieren. Aber erstens bin ich nun mal RPG-Fan, genauer gesagt JRPG-Fan und zweitens ein riesiger Fan des Franchises. Und mal ganz ehrlich, ich hatte verdammt viel Spaß mit Final Fantasy XV. Gut, die Story war vielleicht nicht immer logisch, aber sie hatte verdammt viele epische Momente. Und wenn ich da mal an den Klimax an Altessia denke, uiuiui, das war schon verdammt episch. Und während ja viele eher die offene Welt in der ersten Hälfte des Spiels mochten, fand ich auch gerade den zweiten, linearen, aber dadurch auch fokussierten Teil des Spiels toll. Insbesondere das berüchtigte Kapitel 13, bei dem ihr euch alleine und ohne Waffen durchschlagen müsst, habe ich nie als so frustrierend, sondern eher als willkommene Abwechslung wahrgenommen. Am meisten bleiben aber einfach die vier Hauptcharaktere selber in Erinnerung. Die Reise von Noctis, Ignis, Gladiolus und Prompto ist im Kern nämlich eine Geschichte der Freundschaft. Und diese Freundschaft lässt euch das Spiel immer wieder wunderbar spüren, sei es bei den ständigen Gesprächen untereinander im Auto, während der ruhigen Abende am Lagerfeuer oder einfach im Kampf selber, bei dem sich die vier Jungs ständig gegenseitig helfen und unterstützen. Das fühlt sich alles irgendwie so ein bisschen an, wie ich mir immer die vier Ninja Turtles als Videospiel vorgestellt habe. Der Soundtrack und die Optik sind sowieso super. Das Kampfsystem ist schön flutschig, hätte gern noch ein wenig Tiefgang vertragen können und auch die Aufrufe hätte ich gerne öfters gesehen, denn deren Auftritte waren schon echt beeindruckend. Es ist bestimmt nicht das beste Final Fantasy aller Zeiten, aber ein sehr, sehr gutes und somit Platz 6.
Wisst ihr noch damals, als ich sagte, dass ich es liebe, wenn Videospiele sich ihrer Natur bewusst sind und sich ihre Stärken bewusst sind und sich eben dieser bedienen? The Last Guardian ist ebenfalls ein Spiel, dem eine wundervolle Idee zugrunde liegt, die nur schwer woanders umgesetzt werden könnte. In welchem anderen Medium ist das schon möglich, so emotional eine Beziehung zwischen einem kleinen Jungen und einem Rattenvogelhund aufzubauen, damit diese durch die Kombination ihrer beiden Fähigkeiten aus einem labyrinthartigen Gefängniskomplex entkommen können? Okay, in einem Buch. Aber während man das vogelähnliche Wesen Trico noch so schön und ausufernd auf vielen, vielen Seiten beschreiben könnte, nichts lässt seinen Charakter so realistisch einfangen, wie ihn das Spiel hier durch das Gameplay und sein Verhalten auf euch wirken lässt. Für viele der Knackpunkt von The Last Guardian, für mich eines der besten Spielerlebnisse, die je programmiert wurden. Trico lässt sich nämlich nicht direkt per Knopfdruck kontrollieren. Er hat seinen eigenen Willen. Immer. Was für viele wie eine kaputte Steuerung wirkt, denn grob könnt ihr Trico schon ein paar Befehle zurufen, ist für mich Charakterzeichnung pur. Es geht also nicht nur darum herauszufinden, was zu tun ist, sondern auch immer darum, Trico dazu bekommen, euren Anweisungen zu folgen. Das kann natürlich frustrierend sein, wenn man zum 10. Mal versucht, ihn dazu zu bekommen, euch auf eine höhere Ebene zu hieven. Aber genau das trägt ja auch zur Magie des Spiels bei. Denn mit dem Fortlauf des Spiels wächst auch immer mehr das Verhältnis zwischen Trico und dem Jungen und das spiegelt sich halt im Gameplay wieder. Anfangs ist Trico sehr stur und folgt euren Anweisungen wirklich nur mit viel Geduld, wenn er später wesentlich schneller kooperiert und sogar so weit geht, vom Spiel festgelegte Regeln zu brechen, um den Jungen zu schützen, was zu unglaublich kraftvollen und emotionalen Momenten führt. Insgesamt geizt das Spiel sowieso nicht mit emotionalen Momenten und gipfelt in einem fantastischen und rührenden Ende. The Last Guardian ist trotz oder vielleicht auch gerade wegen seiner kleinen Schwächen wirklich ein Ausnahmespiel, das am besten einmal selbst von euch erlebt werden sollte. Gefallen wird es bestimmt nicht allen, aber die, die sich darauf einlassen, werden mit einem wunderbaren und einmaligen Videospielerlebnis belohnt. Okay, ich habe gesagt, keine digitalen Spiele. Das war gelogen. Er sollte nicht lügen. Ein Spiel hat es denn doch auf die Liste geschafft, das zumindest zum Zeitpunkt dieses Videos noch nicht auf Disc erschienen ist. Aber es hat mich halt so beeindruckt, dass ich Hellblade: Senua's Sacrifice hier auf Platz 4 meiner Liste setzen musste. Wirklich überrascht hat es mich ehrlich gesagt nicht, denn Entwickler Ninja Theory hat mich schon auf der PlayStation 3 mit Heavenly Sword, Enslaved oder DMC vollkommen begeistert. Außerdem glaube ich, dass ein mutiges Spiel wie Hellblade, das sich mit Videospiel-untypischen Themen wie psychische Störung und teilweise darauf ausgelegten, manchmal auch recht stumpfen Gameplay nur schwer über den klassischen Vertriebsweg hätte vermarkten lassen. Dafür muss man auch einfach den Mut des Entwicklers selbst loben, die das Risiko auf eigene Schultern gesattelt haben, um ihre Vision des Spiels zu verwirklichen. Ihr spielt die von Psychosen geplagte Senua und ihr macht euch auf den Weg nach Helheim, der Unterwelt der nordischen Mythologie, um euren geliebten Dillion zurückzuholen. Wieso und warum wird euch nicht einfach per Text oder in einer einfachen Videosequenz vorgesetzt, sondern das Spiel lässt es euch am eigenen Leib spüren. Visionen, Stimmen, Rückblicke und eine wirklich fantastisch gespielte Hauptcharakterin ziehen euch in einen Bann, den ich in einem Videospiel bisher noch nicht erlebt habe. Die Atmosphäre, getragen durch die für ein Budgetspiel wirklich herausragende Optik und das fantastische Sounddesign, zeigen, was man mit Videospielen heutzutage erreichen kann. Manch einer mag das simple Rätseldesign, das teilweise recht lange und abwechslungsarme Gelaufe durch die Spielwelt oder das sehr spezielle Kampfsystem kritisieren. Für mich trägt das aber alles zum Spielerlebnis bei. Die langen Wege untermauern die Atmosphäre und intensivieren den zehrenden Weg Senuas. Die Rätsel sind wunderbar aufgebaut auf ihren geistigen Zustand und die langsamen und methodischen Kämpfe führten dadurch, dass es das Spiel anfangs mitteilt, dass sich bei allzu häufigen Ablegen euer Spielstand löscht, ein ums andere Mal zu extrem intensiven und schweißtreibenden Momenten, besonders bei Bosskämpfen. Sorry, aber wer deswegen hier eine niedrige Bewertung gibt, der behandelt so ein Meisterwerk und vor allen Dingen so einen mutigen Entwickler einfach ungerecht. Ihr wisst, ich kaufe nicht sehr oft digitale Spiele, aber wenn ich euch hier nun dieses Spiel empfehle und das so weit oben in meiner Liste, ja dann könnt ihr euch wirklich sicher sein, dass Hellblade mich wirklich beeindruckt hat. Wenn Final Fantasy für Spektakel steht und Dragon Quest für Tradition, dann steht die Tales of Serie für Charaktere und ihre Entwicklung. Kaum ein RPG zeichnet so tolle Charakterbögen wie die Tales of-Spiele. In keinem anderen Rollenspiel durchleben die Figuren eine so deutliche, innerliche wie äußerliche Reise wie in dieser Reihe.
Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum mir die Tales of Serie so gut gefällt. Mit Tales of Berseria erschien nun Anfang des Jahres der 17. Hauptteil des Franchises und mit ihm eine der wahrscheinlich denkwürdigsten Heldentruppen aller Zeiten. Nicht nur, dass mit Velvet Crowe erstmals eine Frau die Protagonistin des Spiels ist, sondern auch die Zusammenstellung der Gruppe ist diesmal einfach anders. Keine Jugendlichen, vom Schicksal erwählten, rechtschaffenden Weltverbesserer, sondern einfach ein Haufen Abschaum. Dämonen, Piraten, Hexen, Deserteure oder ein willenloses, zum Werkzeug degradiertes Zauberkind. Nicht umsonst trefft ihr die Hälfte eurer Begleiter in den ersten paar Spielstunden bei einem Gefängnisausbruch. Alle haben ihre eigenen Gründe, sich Velvet anzuschließen und sie auf ihrer von Hass erfüllten und unerbittlichen Reise nach Rache für den Tod an ihrem Bruder zu unterstützen. Tales of Berseria ist mit Sicherheit das dunkelste Spiel der Reihe und scheut auch nicht vor komplizierten Themen zurück. Auch das Setting ist erfrischend und weiß zu gefallen. So bereist eure Gruppe mit dem berüchtigten Piratenschiff Van Eltia die vielen Inseln der Weltkarte. Da ist es dann auch nicht so schlimm, dass die Oberwelt nicht mehr frei befahrbar ist, sondern die einzelnen Inseln automatisch angesteuert werden. Sogar einige Mitstreiter für eure Crew könnt ihr während eures Rachefeldzuges für euch gewinnen. Das Dungeon-Design ist dafür diesmal nicht wirklich herausragend und am Schluss teilweise sogar regelrecht verwirrend. Und außerdem finde ich ja, dass Tales of Games eigentlich immer so 10 bis 20 Stunden zu lang sind. Und auch hier kommt es gegen Ende vermehrt zu Backtracking und Dungeon-Recycling. Auf der anderen Seite dürft ihr diesmal dann halt auch länger eure Heldentruppe begleiten und euch köstlich dabei amüsieren, wenn sich Rokuro und Eisen über die Unterschiede von Nashorn und Hirschkäfer streiten oder Magilu dem kleinen Luffy-Set ungeniert und teils verstörend die Beziehung von Mann und Frau erklärt. Überzeugen können auch das schnelle, actionreiche und vielfältig anpassbare Kampfsystem und die wirklich tolle Musik, die ihr in letzter Zeit bestimmt schon das ein oder andere Mal in meinen Videos gehört habt. Als Prequel zu Tales of Systeria sorgt es außerdem oftmals für etliche Aha-Momente und schlägt am Ende sogar einen wunderbaren Bogen zu seinem Vorgänger. Tales of Berseria ist ein fantastischer Eintrag in Namcos langlebiger JRPG-Reihe und für mich als Fan der Reihe und des Genres eins der absoluten Highlights auf der PlayStation 4. Für den einen oder anderen mag es jetzt ein bisschen überraschend kommen und ehrlich gesagt ist das folgende Spiel auch mein wahres Lieblingsspiel auf der PlayStation 4. Schließlich ist es auch das einzige Spiel bisher, das eine eigene Review auf diesem Kanal bekommen hat. Aber ich wollte natürlich auch einen kleinen Überraschungsmoment schaffen für alle, die mich schon länger verfolgen und somit landet Nier Automata nur auf Platz 2 der besten PlayStation 4 Spiele bisher. Ich liebe dieses Spiel einfach. Ich liebe das Kampfsystem, die Musik, die Story, die unterschiedlichen Gameplay-Elemente, die Musik, die Charaktere und auch die Musik. Und wenn ihr das alles nochmal ausführlich hören wollt, dann empfehle ich euch wirklich, meine Review zu diesem Spiel zu schauen. Ein, zwei Sachen möchte ich dann aber dennoch mit einem halben Jahr Abstand ergänzen. Erstens, das Spiel hat tatsächlich Erfolg gehabt und wurde insgesamt über 2 Millionen Mal weltweit verkauft. Das freut mich sowohl für den Entwickler Platinum Games als auch den kreativen Kopf dahinter Yoko Taro. Ich hoffe, beiden ist es in Zukunft möglich, weitere tolle, kreative und einzigartige Projekte zu verwirklichen und das muss sich nicht mal nur auf das Nier- bzw. Drakengard-Universum beschränken. Und zweitens möchte ich noch einmal auf die Großartigkeit der Mission in der verlassenen Fabrik gegen Ende des Spiels hinweisen. Ohne jetzt groß zu spoilern oder zu viel zu verraten, denke ich, dass man diese Mission in seinem Gamerleben einmal gespielt haben sollte. Der Aufbau, die Thematik, das groteske Geschehen, die dynamische Verflechtung der Musik und des Gesangs mit dem fortlaufenden Geschehen der Mission. Einfach großartig und einmalig. Nier Automata ist wirklich ein Meisterwerk, über das man bestimmt auch noch diskutieren wird, wenn man in 10 oder 20 Jahren die besten PlayStation 4 Spiele küren will. Es gehört für mich auf jeden Fall jetzt schon zu den besten Spielen, die ich je gespielt habe und heute hier auf Platz 2 meiner Liste. 2013 wurden exklusiv für Xbox-Konsolen ein Spiel angekündigt, das mich aufhorchen ließ. Ein First-Person-Shooter mit riesigen Kampfrobotern in damals angesagten Science-Fiction-Szenario. Dazu entwickelt von Respawn Entertainment, einem Studio von ehemaligen Infinity Ward-Mitarbeitern. Die meisten davon waren maßgeblich für die Schöpfung der Call of Duty-Reihe verantwortlich. Titanfall war ein schönes Spiel, aber aufgrund seiner fehlenden Singleplayer-Kampagne und dem für mich nur kurzweiligen Multiplayer verlor ich recht schnell das Interesse. Letztes Jahr erschien nun endlich der Nachfolger auch für die PlayStation 4. Machen wir es kurz. Titanfall 2 hat die wahrscheinlich beste Singleplayer-Kampagne, die es jemals in einem Shooter gab. Und ja, ich habe auch Half-Life 2 gespielt. Wie zum Beispiel bei Splatoon habe ich bei der Kampagne nur mit einer als heimliches Tutorial getarnten Einführung für den Multiplayer erwartet. Aber huiuiui, wie falsch ich doch lag.
Die Kampagne ist ein sechsstündiges Actionfeuerwerk, die das fantastische Gameplay in perfekt dafür zugeschnittene Level verpackt und es mit einer leichten und witzigen Buddy-Geschichte zwischen dem führerlosen Titan BT und dem unerfahrenen Piloten Cooper verbindet. Dabei fängt alles ganz sachte an. Ihr werdet gemütlich herangeführt an das superschnelle und elegante Movement eurer Spielfigur, inklusive Rutschen, Wandlauf und Doppelsprung, an den Kampf mit den vielen futuristischen Waffen oder an das Steuern und Kämpfen mit den Titans selbst. Mit jedem weiteren Level wächst nicht nur das Verhältnis zwischen BT und Cooper, sondern auch die Aufgaben, die das Spiel an euch stellt. Und spätestens bei der Mission Wirkung und Ursache, so ungefähr zur Hälfte des Spiels, merkt ihr auf einmal, dies ist kein gewöhnliches Spiel. Diese Mission ist vielleicht eine der besten Missionen, die ich je gespielt habe. Sie stellt die Weichen sowohl für euer Endziel als auch für eure Beziehung zu BT und führt hier kurzzeitig ein Zeitreise-Gimmick ein, das so unglaublich gut und kreativ in Levelaufbau und Gameplay integriert ist und schlussendlich in einer wahnwitzigen Plattformsequenz gipfelt, die dem Wort Zeitsprung eine ganz neue Bedeutung gibt. Wahnsinn! Die Story zwischen Mensch und Maschine mag noch so klischeehaft und vorhersehbar sein, am Ende hat sie mich trotzdem gepackt. Das Gameplay, obwohl nicht wirklich neu, ist wie aus einem Guss und die Level, obwohl sie total den Gameplay untergeordnet sind, sehen trotzdem technisch toll und atmosphärisch aus. Ach ja, und der eigentliche Fokus des Spiels ist ja der Online-Multiplayer-Modus. Der ist bestimmt auch toll, aber ich habe ihn ehrlich gesagt nicht wirklich gespielt, also betrachte ihn eher als Bonus obendrauf. Dumm nur, dass EA das Spiel zwischen den Multiplayer-Giganten Call of Duty und der hauseigenen Konkurrenz von Battlefield 1 veröffentlicht hat und es somit zwischen der riesigen und etablierten Konkurrenz völlig untergegangen ist. Hätte man das Spiel 2 bis 3 Monate später veröffentlicht und den Fokus beim Marketing auf die tolle Singleplayer-Kampagne gelegt, würden wir heute vielleicht von einem modernen Klassiker reden und nicht von einem Spiel, das in jeder Grabbelkiste verramscht wird. Das waren die meiner Meinung nach 10 besten PlayStation 4 Spiele bisher. Ich weiß, ihr habt alle eine eigene Meinung dazu, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mich diese in den Kommentaren wissen lasst. Ich habe sogar für euch hier oben eine Umfrage bereitgestellt mit den Titeln, wo ich denke, dass sie wahrscheinlich die beliebtesten sein werden. Außerdem dürft ihr mir gerne erzählen, welche Spiele ich unbedingt nochmal nachholen sollte oder welchen Spielen ich vielleicht doch nochmal eine zweite Chance geben muss. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, wie ihr das zeigen könnt. Also macht fleißig mit, wir sehen uns demnächst in einem neuen Video und bis dahin heißt es... Tschüss!